Was geht, Freunde? Neues Video auf dem Streamhanger-Kanal. Yes, Sir. Obwohl es kein Stream ist, aber ich habe mich versprochen, hier gibt es noch ein bisschen Content. Und bei mir ist in den letzten Tagen einiges passiert. Und da soll natürlich der Streamhanger-Kanal auch wieder Content kriegen, Freunde. Erstmal Kuss, dass ihr mir so treu bleibt. Ohne Scheiß, richtig geil, was ich aktuell für Nachrichten bekomme. Ey, Bruder, ich vermisse deine Streams. Ich habe so Bock, endlich wieder Streams von dir zu gucken. Wann geht's weiter? Gefühlt werde ich auch, wenn ich aktuelle Zuschauer treffe, sei es zum Beispiel beim Illegella Cup. Ich werde auf nichts anderes mehr angesprochen und da einfach die Liebe zu sehen. Wirklich mal ganz dicken Kuss an meine Community da draußen. Falls ihr meine Streams wirklich krass vermisst, am Montag bin ich wieder live, weil das streame ich nicht von zu Hause aus. Da findet meine Fußball-Talkshow wieder statt, 18.30 Uhr. Ihr wisst ja, wie der Hase läuft, einmal im Monat. Wir haben Niklas Füllkrug als Profi zu Gast, der ist aktuell Top-Torjäger in der Bundesliga. Es wird eine geile Show. Also Montag gibt es die Fußball-Talkshow, das streame ich wenigstens mal wieder. Würde mich natürlich da vor allem über den Support freuen, jetzt wo ich so lange nicht online war. Das wäre sehr wichtig für mich. Also wer da einschalten will, wer Bock drauf hat, 18.30 Uhr Montag, gerne vorbeischauen. Und eine Sache noch und dann starten wir auch rein mit dem Thema. Ich habe mit meinem Management wirklich Nachtschichten geschoben in den letzten Tagen und Wochen. Also wir bleiben hier nicht inaktiv und gucken der ganzen Sache hier tatenlos zu. Wir sind dran, dass wir eine Lösung finden. Es sieht auch schon ganz gut aus. Aber ich will auch noch nichts versprechen, wann ich wiederkomme, weil, ja, dann würde ich streamen. Deshalb, ich halte euch da auf dem Laufenden, aber ich kann sagen, wir sind dran. Und ich glaube, wir werden übergangsmäßig auf jeden Fall in naher Zukunft eine Lösung finden. Wann das genau sein wird, werde ich euch noch schreiben. Ja, ich hoffe, dass es was wird. Wir wollen aber heute auf entspannt über den Illegella Cup reden. Ich war ja dort auch vor Ort, wurde eingeladen. Nochmal vielen Dank an Eli, wenn er das hier sieht. Kuss, Bruder, hast wirklich mit einem absolut krassen Event abgerissen. Und es war mir eine Ehre, als Team-Captain am Start zu sein. Der hat mich vor ein paar Monaten schon eingeladen. Und ich habe persönlich gar nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie Team-Captain oder so wäre. Keine Ahnung, da waren irgendwie 20 andere Streamer-Influencer, die irgendwie nochmal 10-mal mehr Reichweite haben als ich. Deshalb ziemlich cool, dass er mich da als Team-Captain auf jeden Fall auch eingeplant hat. Das war wirklich eine krasse Ehre für mich. Und genau, weil ich ja aktuell keinen Twitch-Chat vor mir habe und keinen Chat lesen kann, was ja eigentlich immer geil ist, ich vermisse auch meinen Twitch-Chat, habe ich mir gedacht, komm, ich mache mal hier eine Insta-Story mit Fragen zum Illegella Cup. Ihr seht jetzt hier gerade aktuell nichts, wobei hier... Noah Katterbach hat mich gefragt, was nimmst du für Beauty-Produkte? Siehst immer on fleek aus. Ja, ich habe hier aktuell einen fetten Pickel. Hamid Loco und die Teasy-Jungs haben gefragt, wer den längsten Schwanz hatte. Auch sehr nice Fragen. Also generell habe ich hier die Zuschauer einfach mal ein paar Fragen stellen lassen, dass ich ein bisschen Kontext habe, wo ich was zu sagen kann, weil das ist jetzt auch wieder ein paar Tage her. Und deshalb talken wir ein bisschen über den Illegella Cup, wie ich das fand. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen Twitch-Chat vor mir, deshalb kann es sein, dass die Struktur irgendwie nicht ganz so da ist. Aber wo ich mal mit anfangen möchte, weil ich das auch getweetet habe, wo ich wirklich ganz, ganz dicken Respekt vor Eli und seinem Management habe. Ich kenne ja die Jungs auch, was mir wirklich richtig imponiert hat. Wo ich direkt mal lobende Worte finden muss für... Bei so einem Event, du hast ja wirklich abertausende Euros an Kosten, sei es die ganzen Teilnehmer dahin bekommen, die Location, dann wie du das Ganze technisch umsetzt und so weiter und so fort. Catering, was machst du vor Ort, was bietest du an? Aus Teilnehmersicht muss ich wirklich sagen, war das absolut krass, da wurde kein Cent gespart und ich hätte das sogar verstehen können, hätte man da irgendwie gesagt, ey, weiß ich nicht, das Event ist so und so teuer, wir fahren dann Gang runter. Du hattest einen Flug, der für dich gebucht worden ist, du hattest ein sehr geiles Hotel. Da muss man sagen, okay, das ist vielleicht Standard, wenn man jemanden einlädt, dass man dem auch die Anreise bezahlt. Wobei ich mich da auch schon sehr gefreut habe, weil das war wirklich ein geiles Hotel, muss man sagen. Aber dann, was dazu kam, du hattest immer Shuttles, mit denen du zum Event hingekommen bist. Die Aftershow-Party, ich glaube, da hat Eli auch getweetet, dass es irgendwie 10.000 Euro alleine nur an Getränken waren. Du hattest Essen die ganze Zeit dabei, du hattest immer Ansprechpartner. Dir hat es wirklich vor Ort an nichts gefehlt, du hast immer direkte Kommunikation gehabt. Also so sollte das sein. Ich habe mich wirklich als Teilnehmer absolut wohl und auch wertgeschätzt gefühlt. Und das bei insgesamt, lass mich mal überlegen, wir waren, ich glaube, 8 Teams, a 7 Spieler, alleine an 56 Spielern. Und da waren ja auch noch andere Leute eingeladen, die nicht mitgespielt haben. Das hinzubekommen, wirklich, also richtig, richtig geil. Ich habe es euch ja erzählt, dass ich schon mal bei anderen Events eingeladen war, wo ich auch eine tragendere Rolle hatte. Und da hattest du so das Gefühl, ja, du wirst eingeladen, gib mal deine Reichweite, dass wir deinen Namen mit drauf auf die Flyer schreiben können und dann verpiss dich bitte wieder. Das hatte ich hier gar nicht, das war alles so sehr familiär, das fand ich richtig geil. Und ich hatte hier zum Beispiel eine Frage bekommen, wie ich mich mit den ganzen Streamern und YouTubern verstanden habe. Ohne Scheiß, für mich war es richtig, richtig cool, weil ich streame jetzt auch erst seit 9 Monaten auf Twitch. Aktuell nicht. Schade.
Und mittlerweile einfach zu sehen, dass man so in dieser Twitch-Bubble auch so eingespielt ist. Ich wurde ja wirklich richtig gut von den Jungs aufgenommen. Ich habe mich viel mit Amar, mit Mickey, mit Trimix unterhalten. Ich hoffe, ich vergesse jetzt wirklich keinen, die ich jetzt auch schon durch die anderen Events ein bisschen besser kenne. Und man wirklich einfach merkt, dass man auf einer Wellenlänge ist. Das ist einfach cool zu sehen. Roat, den ich endlich mal wieder gesehen habe, den ich ja auch sehr mag. Dann gab es ja diesen einen TikTok-Clip, der irgendwie viral gegangen ist, wo es irgendwie hieß, ich habe mit Monte Beef, weil der irgendwie so wild gestikulierend vor mir stand und mir was erzählt hat. Das habe ich auch getweetet, da ging es darum. Der hat mir 15 Minuten lang erklärt, was ich halt noch internetmäßig anders machen kann, hier wegen meinem aktuellen Streaming-Problem, was ich noch so für Möglichkeiten habe. Mich haben auch wirklich so viele Streamer auf dieses Internet-Ding angesprochen. Und da einfach zu sehen, dass wirklich da einfach Twitch, diese ganze Streamer-Community so ein bisschen Familie war, das hat mir persönlich richtig gut gefallen, weil ich war auch schon auf anderen Events, wo dann wirklich der eine seine Reichweite mit dem anderen verglichen hat. Ey, ich habe hier 1 Million Klicks mehr, was weiß ich nicht. Das war einfach gar nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass wirklich alle Teilnehmer einfach Bock auf ein richtig geiles Event haben. Also der Vibe vor Ort war für mich eine absolute 10 von 10. Dann hatten hier jetzt einige gefragt, wie es spielerisch aussieht mit meinem Team. Ob ich quasi mein Team gewählt habe oder ob mir das zugelost worden ist. Die Teams wurden ja einfach zusammengestellt. Also ich habe nicht irgendwie mir mein Team selber ausgesucht. Ich glaube, kann man auch sagen, wir waren individuell wirklich das schwächste Team. Ich glaube, uns hätte einfach so ein Sydney, Cubanito, dann war ja da ein Freestyle, nee, ein Futsal-Nationalspieler dabei. Alieu, hätten wir so einem Team gehabt, hätten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Action machen können. Aber uns hat halt so dieser eine Überspieler gefehlt, den vielleicht dann andere hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das relativ egal. Ich bin da nicht hingefahren, weil ich mir gedacht habe, ey, ich will jetzt hier Torwart und Spieler des Turniers werden und da alle auseinandernehmen. So, ich wollte einfach ein geiles Event haben, das habe ich gehabt. Ich hab Spaß gehabt, wir hatten super lustige Aktionen dabei. Und was mir viel wichtiger war, dass ich einfach in einem coolen Team mit coolen Leuten bin, die gut drauf sind. Anstatt, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, so in dem übelsten Tryhard-Team drin bin und man sich irgendwie nach jedem Fehler gegenseitig ankackt oder so. Und da muss ich sagen, fand ich mein Team halt extrem cool, ohne Scheiß. Mir hatte zum Beispiel auch einer die Frage gestellt, so, was hältst du von den ganzen TikTokern und so, die da waren. Viele Leute immer noch denken, dass ich per se so jeden TikToker scheiße finde, weil ich mich mal vor 2-3 Jahren irgendwie über die Plattform aufgeregt habe. Younes, absoluter Ehrenmann, ohne Scheiß, richtig, richtig korrekt. Wer war noch in meinem Team? Ich will jetzt nicht jeden irgendwie namentlich hier einzeln raussuchen, sonst vergesse ich einen. Aber mein Team war einfach mies cool so. Natürlich hast du Ehrgeiz, ne? Wir sind natürlich gehypt reingegangen und hatten richtig Bock. Und auch nachdem wir das erste Spiel verloren haben, wir sind in 2-3 gegangen. Jungs, jetzt müssen wir gewinnen. Haben Ansprache gemacht. In der Kabine lief Eminem. Dann hier, wie heißt es? Die Musik von Transformers hatten wir an. Dann Hans Zimmer lief die ganze Zeit. Wir haben Kreis gemacht und uns da gegenseitig angeschrieben. Das war schon geil, weil natürlich will man so weit kommen, wie es geht, ne? Es ist kompetitiv. Ich bin, was das angeht, natürlich auch jemand. Ich reiße jetzt nicht hin und denke mir, oh, es ist alles scheißegal. Und wenn ich in jedem Spiel 15 Gegentore bekomme, ist mir es auch scheißegal. So ein bisschen mit Ehrgeiz geht man schon ran. Aber es war halt nicht die Hauptsache und deshalb fand ich mein Team halt übel geil. Mir war es relativ, ja, okay, relativ egal, ist auch gelungen. Das letzte Spiel hat mich gebrochen, weil wir wollten unbedingt ein Pünktchen holen. Wir wollten nicht mit 0 Punkten rausgehen. Und Funky kannst du euch hier vielleicht mal einblenden. Die Highlights sind ja auch schon raus. Wir haben einfach durch so einen richtig dummen Nachschuss in der 9., also in der 10. Minute, genau zum Schlusspfiff dann noch ein Gegentor bekommen. Ja, das fuckt mich übertrieben ab. Das war ein bisschen bitter. Ich habe hier noch Nachrichten bekommen. Ey, wie warst du selber zufrieden mit deiner Leistung? Fandest du es gut? Also ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich letzte Mal im Tor so richtig vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so stand. Schon ein bisschen her. Und ich habe bei mir einfach gemerkt, die Fitness hat gefehlt. Ne? Ich habe mich gar nicht vorbereitet oder so. Ich wollte unbedingt, aber dann war ich ja durch Malle krank und dann viel Stress gehabt, irgendwie eins zum anderen gekommen. Generell aktuell nicht im Training bin drin. Oh Bruder, was soll ich euch erzählen, Alter? Ich habe jahrelang Shisha geraucht. Ich bin da 3 Minuten lang über den Platz gelaufen, habe geschwitzt wie ein Schwein und habe gekeucht wie sonst was. Und du merkst ja auch, weil die selber mal Keeper im Verein gespielt haben, wenn du lange raus bist, stellt sich das immer so einfach vor, ja, ich gehe ins Tor, selbst wenn ich untrainiert bin, ne, ist ja immer so dieses Meme, stell den Dicken ins Tor, weil der muss am wenigsten leisten. Obwohl, da kannst du dir am Ende auch nichts von kaufen, weil wenn du als Keeper nicht richtig trainiert bist, Junge, du kommst ja gar nicht in die Ecken, du kommst ja gar nicht runter. Ich habe das so häufig gemerkt, dass mir bei so Bällen, ich glaube, das ist auch tatsächlich bei dem Gegentor in der 10. Minute im letzten Spiel passiert, mir fehlen dann am Ende, fehlen mir so ein paar Millisekunden, wo ich einfach schneller runter muss und wenn ich trainieren würde, wäre ich die unten. Aber war ich halt nicht. Aber ist ja auch egal. Ich werde in dem Leben kein Profi-Torwart mehr. Ich habe mir den Ralf Herbert auf Wish gemacht, den Ralle.
Aber ja, ich fand's auf jeden Fall nice. Persönlich mit meiner Leistung zufrieden. Ach, keine Ahnung. 5 von 10, 4 von 10. Ich habe mich jetzt nicht zum absoluten Obst gemacht. Ein paar Paraden waren dabei. Aber ja, also ich würde es lügen, wenn ich hier irgendwie das krasseste Turnier gespielt habe. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr meine Leistung fandet. Dann generell das Feeling, weil viele gefragt haben, vor 6000 Fans zu spielen. Oder ich glaube 7000 waren es sogar. 6000, 7000. War extremst geil. Was ich sagen muss, ich war zum Glück gar nicht nervös oder so, weil ich das ja jetzt einfach schon durch meine Fußballshow im kleineren Umkreis, ich glaube, da sind immer so zwischen 200 und 300 Leute da. Ich kenne das halt vor Publikum zu sein und deshalb war ich jetzt nicht irgendwie nervös oder so. Generell, da gab es ja auch diese eine Situation, wo ich einen schönen Dortmund-Song angestimmt habe. Und, ach, keine Ahnung, ich liebe das einfach so mit den Zuschauern vor Ort zu interagieren, weißt du. Dann kommt danach wieder was gegen Schalke, da pfeifen die dann wieder, ich mache einen lustigen Spruch gegen Dortmund, dann Willi sagt wieder was, die Zuschauer rasten aus. Also ich fand, muss ich generell sagen, die Stimmung vor Ort richtig geil. Und ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zum, zum Elefanten, der so ein bisschen im Raum steht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, was ich nach dem Event so ein bisschen gesehen habe, und da muss ich ehrlich auch so ein bisschen meinen Bro Eli in Schutz nehmen. Das Event war, finde ich, so, du hast richtig gemerkt, so dieses, es wird auf Krampf die Nadel im Heuhaufen gesucht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Stream rüberkam. Eli meinte ja irgendwie, dass da die Außenmikrofone, also dass die keine Mikrofone für die Ränge hatten und man das deshalb vielleicht nicht so mitbekommen hat. Aber generell, wenn ich so ein bisschen auf Twitter gelesen habe und so, also ich hatte da einfach so ein bisschen, mir hat Eli so ein bisschen leid getan, weil der hat halt echt ein überkrasses Event auf die Beine gestellt, um sachliche Kritik zu äußern. Es gibt bestimmt Punkte, die man nächstes Mal besser machen kann. Ist natürlich auch völlig richtig, weil der wird es ja nochmal machen. Und ich werde jetzt hier auch gleich nochmal ein, zwei Sachen sagen, die ich vielleicht noch nächstes Mal ein bisschen besser machen würde. Aber halt so per se zu sagen, oh, das war richtig Schmutz, boah, die Stimmung war richtig scheiße. Da muss ich sagen, ich habe mich in so einer Situation wieder gefunden. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger mit Streams und YouTube am Start als Eli zum Beispiel. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 6 Jahren hauptberuflich. Und was ich da gemerkt habe bei Eli, ist jetzt halt so ein bisschen, wie kann man das sagen, so ein bisschen der Welpenschutz weg. Weil wenn man halt so seinen ersten Hype hat, dann ist es halt immer per se so, dass die Leute erstmal alles feiern, was man macht. Weil man macht das Event zum ersten Mal. Das ist richtig geil, die Leute rasten aus. Dann droppt man das hier, die Leute rasten richtig aus. Und dann kommt halt irgendwann der Moment, wo man, sage ich mal so, auch mit seiner Reichweite, mit seinem Standing, mit seinem Namen gesettelt ist. Und dann messen einen die Leute natürlich immer daran. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen, weil es dann schnell daran ausartet, dass die Leute natürlich einen Fehler finden wollen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute da draußen sitzen und vielleicht Eli irgendwie komplett scheiße finden oder auch bei mir und einfach nur darauf warten, dass wir halt irgendwas verkacken, damit sie das halt ins Internet schreiben können, du bist ein richtiger Wichser, du hast richtig reingeschissen, was weiß ich nicht. Und ich glaube aber, dass Eli tatsächlich ganz gut weiß, mit dieser Situation umzugehen. Es ist nun mal einfach so, dass je länger man in dem Business am Start ist, je größer man in dem Business ist, dass man sich halt auch mehr Kritik aussetzen muss, sag ich mal. Ich fand es nur teilweise im Event so, nach dem Event so ein bisschen schade, also was ich so gelesen habe, war halt, finde ich, so viel aus Prinzip-Hate dabei, weil ohne Scheiß, die Stimmung im Stadion, ich fand die übertrieben krass, also ich weiß gar nicht, was die Leute da meinen. Ich glaube, wenn du die Leute auch fragst, die vor Ort am Start waren, ich glaube, für die war das ein richtig geiles Event. Was so meine Verbesserungsvorschläge wären fürs nächste Mal, muss ich sagen, weil ich habe ja auch ein Spiel oben kommentiert, wäre die Regie. Ich würde tatsächlich bei einem 2x5-Minuten-Match, was ja eine Halle ist, wo immer was passiert, wo immer Tempo drin ist, ich würde Wiederholung komplett rauslassen. Ohne Scheiß. Ich würde Wiederholung nur kurz nach den Spielen zeigen, vielleicht die heftigsten 1-2 Tore. Weil ich habe das, als ich ein Spiel kommentiert habe mit Robby zusammen, haben wir, glaube ich, zweimal ein Tor verpasst quasi, weil gerade die Regie noch eine Wiederholung gezeigt hat. So, das wäre so meine Verbesserung für nächste Mal. Und weil einige meinten, die fanden die Stimmung nicht so geil, da muss ich sagen, ich fand die eigentlich ganz gut. Also es war jetzt nicht so, dass die Leute da irgendwie, weiß nicht, die heftigsten Sprechchöre rausgehauen haben und da die heftigsten Ultra-Gruppierungen am Start waren. Ich meine, wie auch. Was mein Vorschlag wäre, was ich wirklich ändern würde, aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen kann, dass vielleicht für uns Teilnehmer und Spieler quasi nochmal ein kleinerer, zurückgezogener Bereich ist oder man gar nicht rund ums Spielfeld laufen kann, weil was ich gemerkt habe, und das nehme ich den Jungs, den Kids, die vor Ort waren, natürlich auch nicht übel,
da läuft gerade irgendein geiles Spiel, weiß ich nicht, Halbfinale habe ich das zum Beispiel gehabt. Und dann läufst du halt an einem Zuschauerrang vorbei und so die ganzen unteren 5 Reihen, weil die einen dann auch feiern und cool finden und vielleicht ein Foto haben wollen, genau in dem Moment, wo du da vorbeiläufst, gucken die das Spiel nicht mehr, weil die halt von dir eine Unterschrift haben wollen, die wollen, weiß ich nicht, ein Grußvideo haben, die wollen ein Foto von dir haben, was weiß ich nicht. So, und ich bin da noch einer der kleineren Fische, wenn Monte an der Haupttribüne vorbeigelaufen ist, oder dann haben 70% der Haupttribüne das Spiel nicht mehr geguckt, weil da halt gerade Monte hergelaufen ist und die Leute den halt sehen wollen. Also das wäre vielleicht noch so ein Vorschlag für mich, dass da einfach beim nächsten Mal so ein bisschen, ja, sag ich mal, mehr Fokus drauf gelegt wird. Einfach, dass alle auch live im Stadion das Spiel sehen. Ich wüsste aber auch nicht, wie man das machen sollte. Man kann es ja nicht verhindern, dass da mal halt einer irgendwie durchlaufen muss. Ich bin halt zum Beispiel auch voll häufig hin und her gegangen, weil in dem einen Eck war die Kabine, in dem anderen Eck war halt Getränke, Verpflegung, Essen. So, und das kannst du halt nicht verhindern. Ich wurde außerdem noch gefragt, wie ich vor Ort das fand mit den Zuschauern, weil man häufig auch gesehen hat, dass wir so Fotos mit denen machen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, weil, also, ich meine, ich sehe das immer so, dass man auch den Jungs ein bisschen was zurückgeben muss, die halt zu so einem Event kommen, da Geld für zahlen. Weil ohne so eine aktive Community, die halt so ein Event supportet, bereit dafür ist, Geld zu zahlen, bereit dahin zu gehen, bereit sich einen Tag frei zu machen, könnte man das halt niemals machen. Klar, müssen vielleicht auch ein paar verstehen, man kann nicht immer mit jedem Foto in jeder Situation machen. Mir hat es dann auch manchmal leid getan, weil wenn man halt unten am Spielfeld dran vorbeigelaufen ist, war es bei mir so, dass dann häufig so aus den unteren Reihen so viele gerufen haben, ey Broski, können wir ein Foto machen, ey Broski. Und manchmal musste man halt einfach schnell irgendwie weitergehen zum nächsten Spiel oder so oder schnell in die Kabine. Dann ist zum Beispiel eine Situation, da musste ich einmal schnell hochlaufen, weil ich ein Spiel kommentiert habe mit Robby zusammen. Und da musste ich halt einmal, so würde ich schätzen, so 10 Reihen oder so hochlaufen an der Tribüne. Und da haben mich auch ganz viele, die dann außen saßen, gefragt, ey, kann ich schnell ein Foto machen? Ich meine so, ey, sorry, ich muss jetzt zu allen Nein sagen. Weil ich, wenn ich jetzt zu dir Ja sage, ist es halt scheiße für alle anderen, zu denen ich jetzt Nein sage. Weil ich muss halt pünktlich da oben sein, weil gleich das Spiel anfängt. Und dann saß ich da, hatte mein Headset auf und dann hat mich einer auch die ganze Zeit von hinten so angetippt und meinte so, ey Bro, können wir schnell ein Foto machen? Ich so, Bro, sorry, ich musste 20 Sekunden kommentieren. Machen wir später halt, ne? Aber ich habe auf jeden Fall versucht, da jedem, der Bock hatte, sein Foto und Unterschriftswunsch zu erfüllen. Aber man kann halt, ne, vor allem wenn 6.000, 7.000 Leute am Start sind, kann man halt nicht immer jedem das Recht machen und jedem seine Wünsche erfüllen. Ich hoffe, ihr könnt es da draußen auch verstehen. Ne, weil man weiß ja auch, wenn man da halt einmal anhält und einmal anfängt, Fotos zu machen. Du kannst ja nicht nur zu einem sagen, ja komm, wir machen jetzt ein Foto und die 20 Leute um den herum lässt so sitzen. Ich habe auf jeden Fall immer versucht, ab und zu mal ein paar mitzunehmen. Ich hoffe, das hat man auch vor Ort gemerkt. Vielleicht sind ja jetzt auch hier ein paar in den Kommentaren, die vor Ort dabei waren. Ich habe da echt mein Bestes gegeben. Ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an die paar Rollstuhlfahrer, die mit dabei waren. Da gab es auch so einen Barrierebereich. Und das waren auf jeden Fall sehr, sehr coole Jungs. Wenn ihr das Video seht, liebe Grüße. Ich habe da am Ende noch meine Schuhe, mein Trikot, meine Hose, meine Kapitänsbinde, meine Handschuhe verteilt. Weil das waren wirklich stramme Jungs. Und die haben, die hatten mich auch vorher nach einem Foto und nach einer Unterschrift gefragt. Aber halt sehr, sehr höflich. Weil ich muss leider sagen, ich habe auch häufig schon erlebt, dass dann Leute halt solche Plätze, sage ich mal, ausnutzen. Und dann halt so sehr, sehr penetrant werden. Aber die Jungs waren halt wirklich super erzogen, super lieb gewesen. Und dann gibt man halt auch gerne was ab. Die freuen sich ja, wenn man da noch so ein Andenken hat, irgendwie unterschriebene Handschuhe oder so von dem Event halt. Ist, glaube ich, ganz cool. Deshalb, weil mich immer viele gefragt haben, wenn ich dahergegangen bin, in die Kabine rein, ey, Broski, kann ich gleich deine Handschuhe ab? Muss ich sagen, ey, sorry, ist schon weg, habe ich schon abgegeben. Nee, deshalb, ich fand das vor Ort mit den Zuschauern ganz cool. Weil ich muss sagen, ich hatte wirklich da das Gefühl, dass es ein sehr respektvoller Umgang war. Weil die Jungs haben ab und zu mal ein Foto bekommen, ab und zu mal eine Unterschrift bekommen. Aber da war jetzt keiner, der irgendwie so dann penetrant oder irgendwie frech geworden ist. Also fand ich echt geil. Also alles in allem fand ich das Event auf jeden Fall geil. Mir hat es persönlich sehr, sehr, sehr viel Bock gemacht. Und ich glaube, das positive Feedback am Ende überwiegt. Ich wollte es nur mal kurz so raushauen. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht so angehört, als hätten irgendwie alle Leute das Event scheiße gefunden. Weil haben es natürlich nicht. Ich glaube, der absolute Großteil hat das gefeiert. Aber ich bin so einer, ich stelle mich dann halt auch gerne so vor meine YouTube-Bros, auch wenn jetzt irgendwelche Leute in die Kommentare reinschreiben werden, ja, du verteidigst nur Eli, ist doch klar, weil du eingeladen bist und Team-Captain bist und was weiß ich nicht. Aber ich komme mir jetzt vor wie so ein alter Sack, aber ich bin halt ein bisschen länger in dem Business als Eli drin und ich habe ja selber schon so Momente gehabt, wo ich mir auch gedacht habe so, ey, Alter, ihr kritisiert jetzt aber oder ihr sucht auch gerade wirklich nur die Nadel im Heuhaufen. So, bestes Beispiel für mich, ich habe meinen ersten Track rausgehauen, meinen ersten Diss-Track 2017.
Und der war eigentlich bodenlos scheiße. Kein Flow, nix. Einfach über so einen alten Bushido-Beat drüber gerappt. So. Und die Leute haben es gefeiert, weil ich Hype hatte und weil das neu war. So, ich habe meinen dritten, vierten Song rausgehauen. Polo Ferrari zum Beispiel. Für mich persönlich viel geilerer Beat. Viel geiler drauf gerappt. So, aber es war halt mein fünfter Song dann zu dem Zeitpunkt. Und natürlich haben die Leute dann auch eine höhere Erwartungshaltung gehabt. Und damals dachte ich mir auch so bei Polo Ferrari, ja, okay, übertreibt, weil die Hook halt irgendwie 10 Sekunden zu lang ist und vielleicht man sich das ein bisschen kürzer hätte machen können. So, deshalb fühle ich das halt so ein bisschen, das ist halt so eine Sache, wo man sich halt so mit auseinandersetzen muss, weil je krassere Sachen man macht und je länger man in dem Business drin ist, desto mehr Erwartungen haben halt auch einfach die Leute. Und ich hoffe einfach für Eli, ich bin mir aber da ganz sicher, dass er das einzuschätzen weiß und dass er jetzt nicht einfach blind so jede Kritik ablockt und sagt, ah, ihr seid alle Hater. Und genau in der anderen Richtung hoffe ich aber auch für ihn, nicht, dass er jetzt aus dem Event rausgeht und sich halt von ein paar Leuten irgendwie das Ganze schlecht reden lässt, weil es war für mich ein geiles Event. Man hätte ein, zwei Sachen besser machen können, aber das soll ja nochmal im nächsten Jahr stattfinden. Und ich glaube, wenn man da die richtigen Learnings rauszieht, was meiner Meinung nach wären, dass man vielleicht, ich weiß nicht, ob es möglich ist, ist ja auch immer eine Sache des Geldes und der Partner, die man mit dabei hat, dass man vielleicht so ein Event wieder auf Twitch hat, weil ja, also man hatte den Chat auf Twitch dann nebenbei mitlaufen, aber ich finde, diesem Event hat so ein bisschen dieser Twitch-Vibe noch gefehlt. Ich glaube, dann wäre es für die Leute zu Hause auch geiler gewesen. Weil für mich persönlich hat es sich auch so ein Tacken zu sehr nach Fernsehen angefühlt. Also vielleicht ist es einfach so dieser Charme, der das dann klassisch noch auf Twitch hat. Du hast nebenbei den Chat, einer macht ein Tor, alle spam rein und man sieht es halt direkt, ne? Jeder kann in den Chat reinschreiben. So, du musst es ja so halt auf RTL Plus gucken und dann gleichzeitig noch in den Chat den nebenbei aufhaben und reinschreiben. Also das wäre vielleicht so ein Punkt von mir gewesen, aber ich weiß nicht, ob man es umsetzen kann. Und dann, was ich gerade gesagt habe, ne? Einfach aus der ganzen Geschichte mit der Regie lernen. Und vielleicht noch das mit den Zuschauern irgendwie regeln, dass es halt wirklich auch für die Leute vor Ort und dann erzeugt man, glaube ich, nochmal mehr Crowd-Reactions halt um die Spiele geht und nicht darum, ob da gerade halt irgendein Influencer vorbeiläuft oder so. Ja, und das war's eigentlich. Aftershow-Party war ich nicht lange. Da habe ich ein bisschen reingeschissen, weil ich bin morgens erst gelandet, die meisten sind einen Tag vorher angereist und ich bin dann irgendwie um 11 oder so im Hotel gewesen. Man konnte aber erst 15 Uhr einchecken und da hat ja schon das Event begonnen. Das heißt, ich habe einfach nur meine Fußballsachen und meinen Rucksack mit zum Event, zur Location genommen, zum Audi Dome und habe dann meinen Koffer beim Hotel stehen gelassen und ich konnte dann halt nach dem Match, weil ich es halt vercheckt habe, nicht duschen, weil ich halt keine neue Unterhose, keine Duschsachen mit dabei hatte. Ich habe mir halt einfach nur meine alten Sachen dann angezogen, die ich vorher dabei hatte. Und nach so einer halben Stunde Aftershow-Party habe ich mir auch gedacht, Bruder, ich fühle mich so eklig. Wollte dann kurz mit dem Shuttle nach Hause fahren, ne? Edis Management, sehr korrekt, haben da ja so Fahrer organisiert. Die haben mich dann mit Medi, glaube ich, war das, und da war noch irgendjemand dabei, irgendeine Dame. Fällt mir gerade der Name leider nicht ein, sorry. Die haben uns dann nach Hause gebracht von dem Event ins Hotel. Und ich wollte einfach nur kurz duschen gehen und mich fresh machen. Digga, ich habe mich geduscht, hatte mein Handtuch. Wollte mich ganz kurz einmal ins Bett legen, kurz 2-3 Minuten chillen. Bruder, ich bin einfach nackt, nur bekleidet mit meinem Handtuch, einfach eingeschlafen. Perfekt. Und bin dann so völlig perplex um 5 Uhr aufgewacht. Also ich bin, glaube ich, um 24 Uhr oder so kurz ins Hotel gefahren oder 23 Uhr und wach dann so um 5 Uhr auf, wusste gar nicht, was abgeht, was geht jetzt ab. Tabak und René hat mich so 3-4 Mal angerufen, weil ich mit denen kurz vorher gechillt hatte. Ja, das war auf jeden Fall mein Aftershow-Party-Erlebnis, deshalb hat man mich da nicht gesehen. Aber ja, alles in allem, geiles Event, hat mir persönlich richtig gut gefallen. Ihr habt meine Verbesserungsvorschläge gehört, ihr habt meine Meinung dazu gehört. Ich fand die Stimmung persönlich sehr nice. Ich fand die Stimmung auch zwischen den ganzen YouTubern vor Ort geil, zwischen den ganzen Streamern. Ich hatte einfach nur eine geile Zeit, bin froh dabei gewesen zu sein. Freue mich aufs nächste Jahr. Eli hat mir schon versprochen, dass er nächstes Jahr mir wieder die Kapitänsbinde gibt. Und er hat mir versprochen, dass ich nächstes Jahr ein besseres Team bekomme. Richtig süß. Der kam einfach direkt nach dem Event dazu, weil der Aftershow-Party hat sich bei mir entschuldigt. Hey, sorry, dein Team, sorry, wir haben das so versucht, ne, aber man weiß ja auch nicht bei jedem, wie er spielt. Ja, alles gut. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei dem Event und mal schauen, was nächstes Jahr wird. Ich glaube, wenn man da an so ein, zwei kleinen Stellschrauben noch dreht, dann wird nächstes Jahr noch krasser.